Jo, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Prey. Nach so einer kleinen Konfigurationseskapade hier nun. Lass endlich mal weitergehen. Ich habe ja jetzt hier dieses Behringer Mischpult mit Mikrofon, mit Phantomspeisung und ja, im Zuge dessen, dass ich auf Ryzen aufgerüstet habe, habe ich einfach meinen alten Rechner genommen, habe den in ein zweites Gehäuse geschmissen und daraus jetzt einen Capturing-Rechner gebaut, ne? Ja. Hat halt dann und wann mal so seine Vorteile, ne? Ja, eigentlich hatten wir das hier alles schon mal, ne? Ich musste ja meinen Backup-Spielstand quasi erstmal wiederholen. Und ja, naja, nur. Ich werde jetzt nochmal so ein paar 7 Sachen kontrollieren und dann geht das los hier. Ja, bis gleich. Jo, willkommen zurück. Scheint das alles zu passen soweit. Ja, das sieht gut aus. Ja, irgendwie kamen wir von dort und dann geht hier jetzt gleich wahrscheinlich die Action, ne? So. Ja, moin. Sahen erst so feindlich aus, aber irgendwie auch wieder nicht. Jetzt nicht weiter. Wir sind dort. Okay. Smartphone ist stumm, ne? Nehme ich an. Und kann ich auch nur spielen hier. Ja? Joa. Da passt schon. Junge. Auch mal einen Schreibtisch. So. Nicht lang schnacken, weiter geht's, ja. Ja, was denn? Lass du mich bald. Ja. Okay. Greetings. Erinnere mich. Das ist nichts Neues. Who are you? You may call me Elwit. Hatten wir nicht einen deutschen Untertitel gehabt bei dem Spiel? Ich meine eigentlich schon, oder? Offenbar nicht. We are the hidden. As with you, we were plucked from our homes and brought here to this place. To the sphere. For centuries, the Keeper, our enemy, has used it to harvest beings like us from 1,000 different worlds. To be processed, turned into food, warriors, whatever it requires. For generations, the Keeper has been the hunter, and we have been the prey. But no longer. Look, I don't care about any Keeper. I just want to find my girlfriend and get home. Then perhaps there is a way we can help each other. We have been devising a plan to finally escape from this place. The Sphere's technology permits the Keeper's minions to open portals that transport them from place to place in an instant, even between worlds. We have stolen some of their machines and have been developing a similar device which would open a doorway back to Gaia, Earth, our home. What do you need? Destroy the Keeper. We have the technology to analyze its brain, to acquire the final information needed to open the portal home. Why do you need me to do this? The Keeper has ways of barring us from its domain. But perhaps your unique abilities can take you beyond its defenses. The path to the Keeper's bioexperimentation labs lies beyond that portal. What about Jen? If she is still alive, she's being held through there. The Keeper retains some of those it harvests for experimentation. I've got to get to her before it's too late. If she can be found, she can be saved. Sent home through the Earth portal, with you, with all of us. Do we have a deal? I'll do it.
May your gods protect you. Just wanna find my girlfriend and get home. Ja. Ist er wieder? Der Held im Erdbeerfeld. Ich meine Waffen auch wieder. Ja, wahrscheinlich nach der Ladezeit. Hidden Agenda. Okay. Felweed's right. The keeper's in here somewhere. And if the keeper's here, Jen's here. Ist wirklich schön gealtert. Kann man nicht anders sagen. Das sieht echt gut aus, das Spiel, ne? Okay. Das ist meine andere Mumie hier. Genau die. Leg dich mal schlafen. Was macht hier diese ekelhaften Geräusche? Hat das hier mit dem Laser auf sich. Wird doch bestimmt irgendwie gleich ungemütlich hier. Zerstören kann ich sie wohl nicht. Nee. Holy shit. Oh, klasse, ey. Hat mich ja gut fertig gemacht. Ja. Die Aliens machen offenbar Experimente, ne? Ging ja gerade ziemlich klar daraus hervor. Wir müssen unsere Freundin rechtzeitig finden, bevor es zu spät ist. Das waren seine Worte hier. Drücken oder nicht drücken? Komm, ich drück mal. Das hätte ich dann so hier wahrscheinlich machen können. Dann hätte ich mir das erspart, dass mich das Ding so fertig macht. Ne? Ja, zu spät. Mit dem Schatten ja auch ganz nett gemacht, ne? What do you hope to accomplish, human? Come back, you coward! Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wenn die Tür zu ist. Hier ist doch sonst nichts. Ah. Ja, toll. Was zur Hölle? Deine Waffe irgendwie gehalten, ja? Wie war denn das noch mit dem Schnellspeicher mit 5, ne? Ja. Das ist so ein bisschen Doom-mäßig, ja? Ist das BFG, ja? Oh, den will ich, ne? Gibt bestimmt richtig harte Kost ab gleich.
Infektion und da kann man sich wieder heilen. Oh. Läuft. Oben könnten potenziell Gegner kommen. Ah, hier gibt es Informationen, ja. Unknown Weaponry Analyzes 02345. Ja. Auch nur Heilung und mit dem Ding da wird das irgendwas auf sich haben hier. Mit dem Strahl hier. Oh shit! Oh. Kann doch nicht wahr sein, ne? Der übelsten Krieg oder was? This'll do some damage. Jemand, der sich mit mir anlegen will? Oder was? Traut sich offenbar keiner. Wunderschönen guten Tag. Illowid was right! Tja, drücken oder nicht drücken, das ist hier die Frage. Ich weiß es nicht. So, ich speichere vorher und dann probieren wir das einfach mal. Und das Report to Protein Process Center. Reconstructing human genetic structure. Können wir wohl mehrere Sachen machen. Geht da irgendwie was auf? Ja, gut oder auch nicht gut. Ein nach dem anderen. Was hat das hier mit wieder auf sich? Das ist doch wie ein Fahrstuhl oder so, ja?
drinnen was machen, ja. Sieht so aus, ne? Ah, okay, verstehe. Das macht Sinn. Lass uns hier einmal so rumdrehen. Guten Tag. Ja. So sieht's aus. Das war simpel. Kann ich hier dasselbe nochmal machen, offenbar. Okay. Probieren wir mal. Ach, muss ja klicken, ne? Und nicht nochmal E drücken. Ja gut. Oder auch nicht gut. Komm, ich hab dich gehört. Könnten es ja so einfach haben, ne? Unsere Freundin freilassen und uns nach Hause lassen, ungefähr. Aber wir wollen ja unbedingt Krieg, also kriegen sie Krieg. So, was ist hier nur wieder? Munition, okay. Jo. Wie schön smooth das läuft mit dem FPS-Limit auf 63 von Haus aus. Reason tut's wahrscheinlich noch einen oben drauf. Was zur Hölle? Ah, da unten waren wir vorhin, ne? Vermute ja mal, es geht hier irgendwie aufs Ende zu. Sind wir ja irgendwie gerade voll dabei, unsere Freundin zu retten, ne? Das wirklich schon durchgespielt haben, weil. Geh doch mal kaputt, Mensch. Legt euch nicht mit mir an. Das geht nicht gut für euch aus, Leute. Das ist nämlich ein Feierabend für euch. Ja, denn. Shit! More robots! I hate these fucking robots! Kaput! Ich mach sie alle kaputt. Ja.
verstehe, glaube ich. Und auch nicht. Ja, oder doch. So geht's. Ja. Komm ich hier lang? Werde ich mit Sicherheit wieder überrascht werden. Also klar. Ja, und ich falle natürlich irgendwo hin runter. Voll geil wieder. Ich wieder. Hier. Shit. Ja, geh mal schön kaputt. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um hier erstmal einen Cut zu machen. Bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Prey.